So, hallo und herzlich willkommen. Eine Runde DayZ Battle Royale. Ich habe jetzt gerade Glück gehabt und habe direkt ein... Also es ging direkt los. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie viele Spiele drauf sind. Ich weiß nicht, wo man das sieht. AKM. Habe ich die jetzt? Combine. Also ich kann die nicht swap. So rum. Jetzt Combine. Jo, läuft. Muss mich erst in die Steuerung gewöhnen, die ist echt schwierig. Bringt die Hose was? Nee, haben wir genauso viel Platz wie davor. Wir haben glücklicherweise Rasputin. Apple. Wenn wir überhaupt das brauchen so lang. Wir haben glücklicherweise ging das Spiel gleich los. Server sonst finde ich relativ leer immer. Von dem her, wir gucken jetzt mal, was so passiert. Ich versuche jetzt erstmal in eine Richtung irgendwie ein bisschen wegzumachen. Ich weiß nicht, von wo dann die Zone anfängt oder wie die sich dann genau entwickelt. Ich finde es auch schwierig, hier so mit Kim und Korn zu zielen. Falls ich da irgendwas falsch mache und da irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, gescheit zu zielen, könnt ihr das ja natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten versuche ich mich mal jetzt hier rechts zurechtzufinden. Bin schon... Try Backpack, das ist nice. Oh, eine Weste und ein Helm. Das ist schon mal richtig nice. Jetzt haben wir richtig viel Platz. Ich versuche mich jetzt hier, wie gesagt, mal zurechtzufinden. Bin froh, dass ich eine Waffe schon gefunden habe. Hier ist nochmal eine Weste und ein Rucksack. Pepsi, weiß nicht, wie ich das bräuchte. Ein bisschen Medikzeug wäre noch nice. Ich weiß auch nicht, wie sich die Karte entwickelt hat. Das Elektro offensichtlich oder ist es irgendein anderer Ort oder wie kann ich denn jetzt zielen? Also ist krass, muss man jetzt wirklich so mit Kim und Korn zielen oder was? Und jetzt gehen natürlich alle auf mich los. Hätte ich das vielleicht besser nicht machen sollen. Finde ich auf jeden Fall heftig. Also auch so vom Schwierigkeitsgrad oder gibt es irgendwas, was ich falsch mache? Hier gibt es ein Scope und ein Magazin. Ah ja! Chimidel. Der hatte kein Magazin mehr. Hast du so noch dieses Klickgeräusch? Holy shit. Ich mache mich gleich weg und versuche mal die M4 mit Scope auszurüsten. Hunting Knife brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Wo ist die M4? Mach dich ran hier. Scope drauf. Combine. Okay. Mittlere Maustaste ist dann das Scope visieren, oder was? Ist ja krank, okay. Irgendwo hier kommen die Schüsse her. Das muss ich auf jeden Fall auf eine andere Taste belegen. Das ist ja richtig ekelhaft. Ah, mit mittlerer Maustaste kann man jetzt auch ziehen. Also dieses Ranzoomen. Das, was normal auf der rechten Maustaste war. Sehe ich hier was? Okay, krank. Ah, Shift geht auch. Lol, was ist das? Shift. Okay, ist definitiv komisch. Irgendwo hier hinten waren die Schüsse. Jetzt noch eine Waffe, so wie es aussieht. AKM. Scope ist da ein Magazin, jo. Da können wir nämlich das Magazin hier dann drauf bauen, beziehungsweise sollte funktionieren.
Hier sind irgendwo noch welche. Ich weiß, ist jetzt hier. Oh, ist das ein krasses Zoom? Ist jetzt hier diese Zone schon, oder? Ist das ein Zombie? Jo. Da will ich jetzt nicht schießen. Sonst verrate ich mich nur. Also auf jeden Fall, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Ansonsten hat DayZ, würde ich behaupten, definitiv Potenzial fürs Battle Royale. Ob es jetzt mega gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Es hängt immer davon ab. Weiß ich nicht, wo, was einem wichtig ist, aber. Ist ein bisschen ruhig. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel hier noch leben. Sieht man das irgendwo? Was hängt hier? Rucksack, Rucksack haben wir eigentlich groß genug. Oh, da kommt jetzt die Wall quasi, die Zone. Die ist aber irgendwie so blockweise. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich wirklich eine Runde spiele. Von dem her ist ja auf jeden Fall mit Sicherheit noch Luft nach oben. Ich habe kein Medikit oder irgendwas. Ich habe mal Ausschau gehalten, ob ich irgendwo hier ein Krankenhaus oder irgendwas finde, aber ich habe leider nichts gefunden. Kann ich das so halten? Holy shit. Wo war der jetzt? So, wo bist du? Holy. Okay. Machen wir uns mal ein bisschen weg. Oh shit, der hat mich getroffen, oder was? Habe ich was zum Bandagieren? Nichts zum Bandagieren. Kann ich das Hemd nehmen, zerschneiden? Swap. Nee, kann ich nicht. Shit, 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 shit. Brauche irgendwie Bandagen oder irgendwas. Wo ich die jetzt auf die Schnelle hernehmen soll. Ist irgendwo ein Krankenhaus? Ich verliere auf jeden Fall Blut. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier noch leben. Wie gesagt, sieht man das irgendwo? Wenn ja, auf jeden Fall in die Kommentare hauen. Weiß noch nicht, ob der mich jetzt jagt, weil er mich offensichtlich getroffen hat. Oh. Rex und ein First Aid Kit. Yay! 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 Hinknien. Wo sind die Rex? Hier. Swap. Habe ich die jetzt genommen? Holy shit, ist das. Jetzt muss ich mich, glaube ich, bandagieren. Ist schon schwierig auf jeden Fall. Wie viel Blut habe ich jetzt noch? 4589. Wie viel ist Maximum? Medkit habe ich noch. Ist irgendwie auf die 13, okay. Oh shit, ich muss hier raus. Ich vermute mal. Dass ich heilige Mutter Gottes, es ist umständlich. Wie kann ich das denn usen? A collection supplies. Ach, da ist nichts drin, oder was? Heilige Makrole. Okay. Scheiße. Zone ist da auf jeden Fall. Muss jetzt mal abwarten, wo der andere herkommt oder wie viel überhaupt jetzt noch am Start sind. Die Zone hier im Nacken. Map hat. Boah, was war das? Da hinten ist einer. Was ist denn das?
Ah, okay, ich sehe den gar nicht, aber ich sehe ihn doch. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Ist ja krank, okay. Das müsste da hinten. Kann der da hinten jetzt irgendwie noch durch, über die Zone? Bin relativ in der Mitte, würde ich behaupten. Ich kann es noch gar nicht so einschätzen. Aber wenn die Zone jetzt kommt, muss der ja als erstes kommen. Wann kommt die? Und ich weiß auch nicht, ob das der letzte ist. Sieht man hier irgendwo, wie viele Spieler noch da sind? QE geht irgendwie auch nicht mehr. Wartet er jetzt, umläuft er mich? Ah, das hat mich ja geirrt. Collection of Supplies and Equipment. Also kann ich quasi die Sachen reinpacken, aber dadurch, dass die leer sind, bringt mir es jetzt nicht. Ich könnte jetzt was essen und was trinken, aber. Das würde ich mir jetzt nicht zumuten. Muss man darauf achten, wie viel Blut man als maximal hat, quasi. Also ich habe jetzt ja noch 4700. Wie viel Maximalblut ist, ob der mich arg getroffen hat oder. Der kann ja wahrscheinlich auch noch links irgendwie lang laufen. Ich bin müsste aber hinter dem Gebüsch von hinten relativ gut gedeckt sein. Spannung steigt. Ja, warten wir mal ab, wer den ersten Schritt macht. Also ich sehe sonst nichts. Entweder ist jetzt versteckt sich gerade jeder, so wie ich, wartet nur darauf, dass der Gegner irgendwas macht, oder es ist tatsächlich nur noch dieser eine, der aber jetzt im Prinzip auch schon fast von überall kommen kann. Letzte Position war da hinten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell die Zone näher kommt. Wahrscheinlich wartet der da jetzt halt auch genauso wie ich. Sich da gerade was bewegt, ne? Was ich auf jeden Fall mega positiv finde, ist, dass es kein Third Person gibt. Es ist halt einfach ein viel besseres Feeling ohne diesen Vorteil vom First Person. Finde ich mega gut. Und sonst so, ich denke, wenn man sich so an diese typische rakelige DayZ-Steuerung mal gewöhnt hat, hat es auf jeden Fall mega Potenzial. Was derzeit noch ein großes Problem ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es noch nicht so bekannt ist oder erst halt auch noch neu. Aber es gibt halt wirklich kaum Spieler derzeit. Wenn ihr wissen wollt, wie man das spielen kann, was ihr dafür installieren müsst und so weiter, könnt ihr auf meinen YouTube-Kanal natürlich gucken. Da habe ich ein Tutorial gemacht. Das ist echt einfach, kein Stress. Gebt natürlich auch einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt von DayZ Battle Royale oder auch mal wie das normale DayZ. So, die ist jetzt eingeloggt, jetzt dauert es wieder eine Minute, bis der kommt, oder was? Das kann ich jetzt aber langsam nicht mehr mit angucken. Wo ist der? Der kann überall hier sein. Kann durch die Häuser durchgehen. Da hinten. Kann man hier irgendwie schleichen? Gibt es was zu trinken? Werde ich aber jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Holy shit! Holy fucking shit! Ist jetzt ein Magazin drin oder nicht? Ich hätte ihn so down haben können. Fuck!
Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.